Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel, ich bin euer Laser. Heute geht's mit dem Review über den Vios 2.0. Ihr seht, der Vios 2.0 ist nicht mehr ganz im Ganzen. Ja, ich musste ein bisschen was machen hier dran und brauchte so ein paar Teile. Die Karo packe ich mal kurz zur Seite. Wie wir sehen, ist der auch noch absolut dreckig und ich brauchte hier das Mitteldiff, weil bei meinem Vios ST damals ist mir das Mitteldiff vorne kaputt gegangen und dann habe ich schnell auf Ersatz hier das rausgeholt und in den Vios ST eingebaut. Und da habe ich das Auto so ein bisschen zum Schlachten genommen, weil auf Buggy, muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe nicht so auf Buggy. Wobei das mein erster Tunings-Buggy war, den ich so ein bisschen optisch Tuning gemacht habe. Hier auch mit den Carbon-Teilen grün umrandet und alles. Ich fand das super, super geil und oh, ich liebe den Wagen eigentlich auch noch tierisch. Aber momentan ist er einfach, wie ihr selber seht, nicht funktionsfähig. Das werde ich aber noch ändern. Wir werden den zusammen wieder aufbauen. Ich habe hier auch die Lenkung, muss ich hier das Carbon-Teil mir für den Vios, für den Terrier 2.0 schnappen. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Werde ich aber wieder ausbauen und hier wieder einbauen. Der Terrier bekommt das wieder aus Alu, weil der Terrier bei eBay weggeht. Den Vios 2.0 werde ich auch behalten, weil das der einzige Buggy ist, den ich von den Ansmann habe, den ich gerne behalten möchte. Aber ich bin da noch am überlegen, weil ich würde gerne auch mal wieder einen neuen Buggy haben. Und deswegen bin ich am überlegen, ob der nicht vielleicht auch bei eBay als Roller-Edition, als Verbrenner-Roller-Edition landet. Und natürlich mit den originalen Carbon-Teilen hier auch mit der normalen Brücke. Die ist ja, glaube ich, im Vios ST gelandet. Bin ich mir aber nicht sicher. Wird da auch wieder ausgebaut, wird hier alles wieder original eingebaut. Der wird auch nochmal sauber gemacht, komplett. Alle Lager überprüft, alle Differentiale neu gemacht. Vorne kriegt er nagelneues, das habe ich schon bestellt. Kriegt er nagelneues rein. Und ja, damit ist das Kit hier dann auch wieder fertig. Muss ich aber mal schauen. Ansonsten muss ich sagen, zum Vios 2.0. Es ist ein toller Buggy, genauso wie der Shotcourse. Ich kann dazu eigentlich nichts Negatives sagen. Ja, wir haben hier auch das Stabi-Z vorne und hinten drinne, genauso wie der Shotcourse-Truck, der Terrier 2.0 und der Vios ST. Die haben das alle standardmäßig, ist das damit bei. Wir haben hier auch wieder Pitbull-Aufhängung. Es ist eigentlich so gesehen fast identisch mit dem Shotcourse-Truck zu vergleichen. Mit dem Buggy habe ich auch ziemlich viel hinter mir und bin ich auch ziemlich viel gefahren. Und auch mit den Carbon, ihr seht, hier ist alles in Ordnung. Hier vorne ist das Spiel genauso wenig durch diese Plastikunterlegscheiben wie beim Shotcourse-Truck. Und ja, eigentlich ist es 1:1 genau das gleiche Auto, nur ohne die Anbauteile. Und hier hinten haben wir einen Flügel. Die Federung bei dem Buggy ist absolut in Ordnung und auch ausreichend. Also das funktioniert hier auch wunderbar. Und die sind eigentlich für das Auto noch ertragbar. Also absolut noch in Ordnung, auch vorne. Vorne brauchte ich, komme auch wieder neu ran. Und ja, der wird, glaube ich, auch bei eBay landen, aber als Roller, komplett funktionsfähig als Verbrennerroller. Warum? Ja, ich will am liebsten wieder einen neuen haben oder mal was Neues aufbauen. Es geht nicht darum, dass er mir hier nicht gefällt. Der gefällt mir hier sehr gut und ich mag den auch tierisch. Also ist kein Witz, ich mag den Vios 2.0 wirklich tierisch. Ich finde, der ist von der Optik her saugeil gemacht worden. Also wirklich saugeil und ist einer meiner Lieblingsbuggies gewesen. Aber wenn ich was Neues will, muss auch was Altes weichen. Ja, ansonsten wirklich ein schönes Auto. Macht auch einiges mit. Oder habe ich einiges mit erlebt. Und ja, auch noch keine Schäden an dem Auto. Absolut nichts. Wie gesagt, hier auch keine 6 Meter Sprünge gemacht, ne? Aber ansonsten sehr schön. Ja, mehr gibt es eigentlich hier nicht zu sagen. Wie gesagt, hier ist die Federung in Ordnung. Die Pitbull-Aufhängung ist hier auch absolut in Ordnung, wenn man die regelmäßig wartet. Und der Strang ist genau der gleiche und einfach nur in Ordnung. Ne? Die normalen Gebrauchsspuren, die irgendwann entstehen, ist klar. Muss man austauschen. Und ja, ansonsten ist das für mich ein sehr toller Buggy. Ne? Ein sehr toller Nitro-Verbrenner-Buggy. Ja. Kann man auch mit einem Conversion-Kit umbauen zum Brushless. Wie er dann abgeht, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gehabt. Aber ich bin ja den Shotcourse gefahren auf Brushless und das war richtig geil. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass der Buggy sehr geil damit abgehen wird. Ja, ist aber nur eine Vermutung. So, das war's zu dem Vios 2.0 und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.